Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr in Kingdom Come Deliverance den Schatz mithilfe der uralten Karte Nummer 3 findet. Wenn wir uns die Karte ansehen, dann können wir da unten erkennen, da steht Uschitz oder sowas. Das heißt, wir müssen also nach Norden, nach Uschitz, da ist der Schatz irgendwo und zwar nördlich davon. Wir können hier erkennen eine Mühle auf der linken Seite und ein Pfad nach Norden, dann einer der bisschen südöstlich nach Uschitz geht und noch einer, der oberhalb diagonal von der Mühle verläuft. So, und rechts vom Pfad sehen wir drei Steinmauern und da ist bei der mittleren Steinmauer auf der rechten Seite ein Baum. Da müssen wir hin. So, wenn wir uns jetzt hier die Karte ansehen, dann haben wir hier Uschitz und dann können wir hier ganz cool erkennen, wie gesagt, je mehr ihr von der Karte erkundet, desto einfacher ist es auch, die Pfade und Merkmale der uralten Karten auf der Map wieder zu erkennen. So, dann haben wir nämlich hier diesen Pfad. Da ist der kleine See in der Mitte, der Teich. Das ist ein Unfallort. So, und dann geht hier der Weg, der Pfad nach Uschitz. Hier ist die Mühle, hier ist auch wieder, diese zwei Wege sind hier zu erkennen. Dann haben wir hier die drei Steinmauern. Und bei der mittleren Mauer sind wir. Da müssen wir zum Baum. Und dort entdecken wir ein Grab. Wir brauchen also wieder eine Schaufel. Die Schaufel solltet ihr noch haben von einer Mission. Wenn ihr die noch nicht gemacht habt, dann habe ich euch ja gezeigt, wo ihr die Schaufel findet. Bei der Mühle von Ratai. Denn die Schaufel haben wir auch schon bei der uralten Karte nur eins gebraucht. So, dann gehen wir da hin und buddeln. Hier liegen diesmal zwei Skelette drin. Und da haben wir wieder einen Schatz. So, dann haben wir hier edle Stiefel. 485 Groschen, eine Halskette, Kriegshammer mit Dornen, Nürnberger Küras, Rezept für B-Voice, Zornestrunk, schwere Beckenhaube, Warhorse, Beinschienen, Warhorse, Kettenhaube, Würfel für ungerade Zahlen. Das ist der Schatz von der uralten Karte Nummer 3. Und da waren sehr coole Sachen drin. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.